Hallo zusammen, ich habe hier eine Tasse Kaffee und ich bin schockiert und ich denke, der Blackout kommt. Ich habe hier einen Kommentar bekommen vom Andreas und zwar schreibt er, na, 2 Amperestunden für eine halbe Tasse Kaffee, wow. Den verlinke ich euch natürlich nachher. Damit fährt mein Elektroauto Skoda Citigo ca. 15 Kilometer weit. Nur mal so zum Vergleich. Ich bin schockiert, dass man in der Schule nicht lernt, was Elektrik ist. Ich bin auch schockiert, dass man in der Schule nicht lernt, wie das Geld funktioniert. Ich habe ein Video gemacht mit einer Batterie, einem Wechselrichter, einer Kaffeemaschine, wo ich einen Kaffee rauslasse. Dass das 2 Ampere Strom braucht, ja, ist so. Die Kaffeemaschine habe ich jetzt nicht hier, aber das spielt keine Rolle. Ich verlinke euch unten und in der Endcard das Video, wo es drauf ankommt. Da findet ihr auch den Kommentar. Ich habe dann geschaut, das findet man im Internet. Ich habe hier einen Vergleich von Elektroautos und hier steht Verbrauch 14,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer braucht dieser Skoda. Ja, wenn ich dann die 14,5 Kilowattstunden durch 100 rechne mal 15, dann habe ich den Verbrauch von 15 Kilometern und das sind dann sage und schreibe 2,175 Kilowattstunden pro 15 Kilometer. Das sind dann 2175 Wattstunden pro 15 Kilometer. Diese 100 Amperestunden Batterie, die hat eine Leistung oder eine Kapazität von 1280. Wattstunden. Also die Batterie hat die Hälfte Kapazität, was so ein Skoda braucht auf 15 Kilometer. Nicht ganz, aber fast. Wenn ich die 2 Ampere rechne, was eine Batterie oder einen Kaffee braucht zum Rauslassen, sind das 2 Amperestunden mal 12 Volt. Sind also 24. Das ist Elektrik. Also der Skoda braucht auf 15 Kilometer rund 90 mal mehr Energie wie der Kaffee. Aber dann sehe ich so Kommentare und denke mir, was haben diese Kinder in der Schule gelernt? Gender und weiß ich was und ähnliches. Gut, man kann denen ja auch keinen Vorwurf machen. Bei den Lehrern, die die haben, die auch nicht wissen, wo der Strom herkommt. Ich habe Video gemacht am Silvester, schönes Weihnachten, gutes neues Jahr gewünscht. Das verlinke ich euch auch in der Endcard. Wo kommt der Strom her? Sicher nicht aus der Steckdose. Ich behaupte, wir brauchen 12 Atomkraftwerke neu, nur in der Schweiz. In Deutschland, wenn sie jetzt die Kohle noch abstellen und die Gaskraftwerke abstellen und alle Atomkraftwerke abstellen, dann brauchen die um die 150 Atomkraftwerke in Deutschland. Dass wir den Strom hinkriegen,
dass das weiterläuft, dass sein Skoda läuft, dass ich weiter meine Batterie laden kann, dass ich den Kaffee rauslassen kann. Das Geld, das Gleiche ist ja auch mit dem Geldsystem. Das lernt man nicht in der Schule. Wo kommt das Geld her? Henry Ford hat schon gesagt, wenn die Leute wüssten, wo das Geld herkommt, dann hätte man morgen eine Revolution. Also lernt man es nicht. Aber man lernt ganz anderes. Er bringt uns nicht weiter. Aus diesem Grund, ich habe jetzt ein paar Erfahrungen gemacht. Joachim habe ich ein Video gemacht, der mich gefragt hat, kann man eine Ölheizung mit der Batterie betreiben? Da habe ich das Video gemacht mit den Atomkraftwerken. Und dann kommt so ein Kommentar hier. Ja, Strom kommt aus der Steckdose. Und wenn er nicht mehr kommt, kommt er nicht mehr. Und ich wünsche euch hier die zwei Videos, das alte Video und das mit dem Atomstrom, mit den 12 Atomkraftwerken für die Schweiz. Ich wünsche euch einen schönen Tag.